Wir besitzen einen Schrebergarten, der natürlich zu jeder Jahreszeit sehr viel Arbeit gibt. Im Herbst ist das Wichtigste, das Laub zu entfernen, das Holz sowie die Tannenbäume noch gut einzugießen, nicht vergessen die Frühlingspflanzen zum Einsetzen und natürlich die wichtige Rasenpflege, die natürlich mein Gatte über hat. Richtig, wir haben heute über 100 Stück Knollen eingesetzt und das sind Tulpenknollen. Also wenn die alle rauskommen, dann bin ich sehr zufrieden. Und den Rasen? Pflege, das Thomasmehl? Bitte, Rosen, das ist das Problem. Das, was ich gehabt habe, gibt es nicht mehr von dieser Firma. Ich habe jetzt was Neues und das versuche ich. Aber ob das was wird, ist was anderes. Das weißt, dass ich da noch begehrt hat, bei mir schönsten Rosen gehabt haben. Ja, und da braucht man heuer sehr viel Schnee, weil der ist natürlich wichtig für den Rosen. Ja, aber leider. Der spendet Feuchtigkeit. Der Ding hat es immer mehr. Der Bänder hat es immer mehr. Für den Stefan ist ja der Garten ein Paradies, für ein Kind überhaupt. Ja, gut. Erstens haben wir die sehr vielen Freunde. Der fährt dann mit seinen Radeln den ganzen Tag spazieren mit seinen Freunden. Überhaupt, wie er klein war, von der Sandkiste bis zum Planschbecken, das kann man ein Kind in einer Wohnung ja nicht bieten. Also nimmt man eigentlich diese Arbeit, die der Garten bringt, in Kauf, so irgendwie, weil ja dann die Vorzüge von einem Garten natürlich dann viel mehr rauskommen. Jela.
Salam. Herr Chef. Ist gut, Herr Chef. Danke, Chef. Danke. Servus. Gubi, Christi. Bala, bala. Servus. Guck mir nicht. Servus. Das ist so gewohnt, danke. Aber wo ist es nicht am Schrein? Ja, du kannst mich abtragen. Ich kann das nicht, heute ein bisschen müde. Wer kann das? Du, die Frage, wie kann ich nicht? Schrein nicht. Genau. Genau, ja, das stimmt. Ja, ja, du bist abgefunden. Ja, kein Auto. Ja, wieso? Du wusst... Ja, da, ja, ja, du Bannischheit. Es ist immer wurscht, was ich hab. Ich bin froh. Du hast kein Auto. Ich hab ein Auto. Ja, das bist du eh. Na, ich hab einen Käufer, ja. Bitte. Der tut immer. Ja, ja, ja. Na, weiter. Absuch mich so wie ein Naturtrottel, du. Ja, die braucht es nicht. Hier, ja, bitte. Mir brauchst du nichts dazu. Das weiß ich. Ja, der bin ich so. Ja. Ja, bist du seit was gibt? Hast recht, ja. Tschüss, Thomas. Ja, dann schaffst du mal nicht kommen. Na, aber gib mir zwei. Gib mir zwei. Okay. Ich bin froh. Ich muss da drauf. Ja, was nur alle ist. Ich bin froh. Ich bin drauf. Na, hab du wirklich was gibt es anderes? Nicht. Wann gehst du mit dir los? Lass uns eine Zeitung gehen. Ich? Ja. Ich geh so was schier. Ja. Montagabendkontrolle, 19.03. Montag, 19.03. Arbeitsbeginn 19.15, Kontrolle Gebiet 1. Straße Jägerstraße, 21.26 Uhr, nicht am Platz. Ja.
Ich kann am Check sein, bitte nicht schicken, wie ich hallo, gut, gut. Ich lebe mit 5 Kindern hier. Das ist meine Wohnung. Haben Sie jetzt Pause? Ja. Ja? Und dann tun Sie den Kollegen nicht abhalten beim Arbeiten, ja? Ja, der Kollege hat jetzt keine Pause. Nein, der Kollege tut nicht. Das Arbeiten. Grüß Gott. Ja? Bitte tun Sie, wenn Sie Pause haben, nicht tratschen mit Kollegen. Ja. Und der Kollege, grüße Gott, Pause hat, gell? Ja. Sonst hat das Ganze keinen Sinn. Okay? Okay. Na, danke, mir geht's gut. Ja, das freut mich sehr. Dankeschön, Wiederschauen. Theater Sternlinie 78, keine Präsentation, beide Hände in der Tasche, Zeitung unter dem Arm, 20.12 Uhr. Grüß dich. Amen. Wir machen heute bitte fix und maus, du hast kein Funkzummelplastik umgehängt. Ich komme jetzt von, Moment, nein. Ich komme jetzt von einer Sorte, ich hole eine Zeitung. Ja. Ganz auf Leiter. Das hat aber mit dir nichts zu tun, dass du dort stehst. Und nein, ich jetzt hole eine Zeitung. Du hast bitte Platznummer. Bitte. Ja, da kann ich nichts dran ändern. Schau, das ist. Ich hole das Zweite auf Leiter. Was hast du für Platznummer jetzt bitte? 156. Aber Platz 156, um 19.07 Uhr kein Funkzummelplastik umgehängt. Ja. Das ist eine ganz klare Abmachung. Ja, ich glaube es dir alles bitte, aber du hast das Fundgrube-Plastik heute zum Umhängen und mit der Fundgrube drin. Und das hast du nicht gemacht. Und du stehst jetzt dort und ich beobachte dich schon einige Zeit, du hast das nicht gemacht. Und aus dem Grund bitte machen wir heute das fix und aus, nur dass du informiert bist. Und jetzt geh bitte rüber und häng da sofort das Fundgrube-Plastik drin. Okay? Ja? Okay. Dann. Gut. Und das möchte ich aber gleich sehen, bitte. Bitte? Okay? Das möchte ich gleich sehen, dass du das Fundgrube-Plastik umhängst. Okay. Okay? Ich arbeite jetzt vorhin gleich und mache noch Strebersdorf. Wegen den hast du bitte auch das Fundgrube-Plastik umgekriegt. Und ich sehe der Kollege auch, den schickst du mir auch gleich her. Der hat es auch nicht umgekriegt. Kannst du mir gleich herschicken, gell? Hörst du mir gleich einen Kollegen? Gut? Das ist meine Primär, fix Maus. Ja, natürlich. Und den Kollegen gleich herschicken zu mir bitte, gell? Bitte? Den Kollegen schickst du mir gleich her. Kollege von dort, gleich zu mir kommen bitte, gell? Und du geh bitte auf deinen Platz und häng da die Fundgrube um. Das möchte ich mir gleich anschauen, gell? Das möchte ich gleich sehen.
Und gleich, gleich umhängen, bitte. Wenn ich fahre mit Auto, holen zwei auf Lager, ja, ich muss... Du bist aber jetzt nicht mit dem Auto gefahren, du bist dort drüben gestanden bei den Leuten. Grade. Und der Kollege soll sofort zu mir kommen und du geh bitte auf deinen Platz. Gell? Okay. Kollege, gleich zu mir. Hast du zuerst eh das Fundgrube Plastik umgehängt gehabt? Ist auf dem Plastik. Ganz sicher? Ja. Na dann ist gut, habe ich schlecht geschaut. Aber meiner Platz hier. Ja. Morgen und früh. Es ist ja viel Zeit. Ja. Kommst du ein Problem dann zu mir, reden wir und ordentlich präsentieren. Krone Kurier bitte, wie es ja, gehört. Ja. Nicht so zusammen. Und gleich machen, sofort machen bitte. Ja. Ordentlich wie es gehört. Krone Kurier. Aber Kurier jetzt um. Gut, dann kommst du am Mittwoch zu mir, Problemtag und reden wir drüber. Ja, und in meiner Platz hier und früh. Ja. Kommst zu mir, red mal. Am Mittwoch zu mir um 12 Uhr. Okay? Danke sehr. Tschüss. Mein Beruf als Köchin macht mir große Freude, doch wenn ich abends alleine zu Hause bin, komme ich mir sehr einsam vor. Mein Name ist Maria, ich bin 26 Jahre, bin hübsch, aber traurig. Die Nummer ist 0252 8339. Grüß dich, was Alarm? Wie geht's? Sag, was hast du keine Zeitung in der Hand? Oh ja, erst jetzt. In der Hand hast du keine, bitte, warum? Was? Warum hast du keine Zeitung in der Hand zum Präsentieren? Na, da hast du keine in der Hand. Wieso nicht? Echt jetzt, ich kaufe ihn. Aber wieso hast du jetzt keine in der Hand? Diese Seite und diese Seite. Na, das gefällt mir nicht, bitte. Du hast die Zeitung in der Hand zum Mann präsentieren, bitte. Und dort keine Zeitung liegen haben. Dieser Mann kaufe ich. Ich kaufe eine Zeitung, warte, aber ich glaube. Du hast zum Präsentieren die Zeitung, bitte. Oh ja, ich immer mache ich so. Und sofort präsentieren, bitte. Ja, sofort präsentieren. Ja, ordentlich, das möchte ich sehen. Ja, steck rein die Krone, wie es gehört, in Kurier. So, was hast du für Platznummer? 153. Platz 153 um 19.15 Uhr, null Präsentation. Heute fix am Aus, bitte, gell? Danke schon. Okay? Danke schön. Und das nächste Mal schauen wir das an. Ich bin das gar nicht gewinnt von dir, dass du Schwampert arbeitest. Wirklich, ich muss Arbeit immer machen. So. Gut, ich will, Sie fragen, ich, Herr Vogel. Ich möchte das bitte sehen, dass das in Zukunft auch so am Abend ist. Okay? Okay. Masalam. Freundschaft ist Schmäh. Nein, das ist mehr wie alles andere, glaube ich mir. Muss ich nachdenken. Es geht jetzt so. Ich bin ordentlich, ich weiß nicht. Über die Liebe spricht man nicht.
Oh doch, oh ja, geht das so, wirklich. Luisa, du bist für mich eine Qualität arabischer Art, Jerry. Ach so, rund, Qualität. Oh ja, bin ich dir nicht verteuert? Jetzt musst du ein bisschen Spanisch kümmern. Ja, ich bin ja so nicht ländisch, was ist machen? Aber ich weiß, ich du bist Ägypter. Ja und? Was dabei? Na, eh nicht, ich bin ja stolz, ich bin Ägypter. Oh ja, ich bin so. Darf ich angehen? Ja, aber nicht weiter. Aber so, schön Stoff. Schöne Bluse, wirklich. Nicht weiter. Nicht so grob, so mühe. Habe ich nicht mehr da? Habe ich nichts wichtig gemacht? Und dieser Ruck. Ein bisschen zwischen den Haaren, wenn ihr erzählt. Wenn ich sehe. Und ihr denkt, der will noch was zu bringen, und der Mann will so eine Röntgen, dieser Wahnsinn. Dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde, sie brennt, wie kein anderer Planet, dann haben wir umsonst gelebt. Wenn eine Träne nur Wasser noch ist, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn man für Liebe bezahlen muss, nur um einmal zärtlich zu sein, dann haben wir parallel zur Österreich-Serie in Kurier gibt es für jeden Österreicher ein Geschenk. Ein Ich liebe Österreich-Aufkleber fürs Auto. Für den Aktenkoffer, fürs Büro, für den Briefkasten, vielleicht sogar für Ihre Eingangstür. Als Bekenntnis dazu, dass Sie nach der Lukona-Nukorium-Abfertigungsskandalen positiv zu Österreich stehen, als Ausdruck dafür, dass Sie gerade in diesen Zeiten des Umbruchs im Osten und im Westen stolz auf die demokratischen Werte in Österreich sind. Als Hinweis darauf, dass Sie am neuen Österreich für die 90er Jahre mitarbeiten wollen.